Ja, wir sind hier im Flughafen, in den Räumen der Flughafengesellschaft. Wir sind deshalb hier, weil wir seit gestern von Seiten der Polizei die Sicherheitsvorkehrungen, Präsenz- und Kontrollmaßnahmen am Flughafen Stuttgart und an den anderen Landesflughäfen deutlich erhöht haben. Der Grund ist, dass es Hinweise gibt, dass der Flughafen Stuttgart ausgespäht worden sein soll. Das sind konkrete Hinweise, zu denen wir entsprechende Ermittlungen angestellt haben und in der Bewertung dann dazu gekommen sind, eben diese Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Es sind wirklich momentan Vorkehrungen, die wir treffen. Das sind Maßnahmen, die vorsorglich getroffen werden, um eben die größtmögliche Sicherheit zu bieten. Wie lange das gehen wird, können wir noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es bis auf Weiteres so geplant ist. Alles Weitere wird von der Lageentwicklung abhängig. Da sind ja natürlich auch noch viele Ermittlungen im Gange. Wir stehen im ständigen Austausch mit sämtlichen relevanten Sicherheitsbehörden und bewerten praktisch stündlich die Lage neu. Und daran orientieren sich dann unsere Maßnahmen. Die sind immer lageorientiert. Ja, das ist ein ganz normaler Ablauf. Es gibt ja immer wieder solche Hinweise auf komische Sachverhalte, wo vielleicht dann tatsächlich eine geplante Straftat vielleicht im Hintergrund stehen könnte. Das haben wir unterm Jahr immer wieder. Regelmäßig vor Weihnachten ist es natürlich immer wieder der Fall, seit Breitscheidplatz zum Beispiel. Und nach diesem Anschlag in Straßburg natürlich insbesondere, nicht nur, aber gerade nach so einem Anschlag in Straßburg, reagieren wir dann natürlich ganz besonders sensibel und haben dann die Lage entsprechend bewertet und sind dann dazu gekommen, dass wir diese Sicherheitsvorkehrungen treffen. Der Bundespolizei liegen Lageerkenntnisse vor, dass Flughäfen ausgespäht worden sein sollen. Dabei geht es insbesondere mutmaßlich darum, die Abläufe von Sicherheitskontrollen auszuspähen. Und aufgrund dieser Lageerkenntnisse hat sich die Bundespolizei in Abstimmung mit ihren Sicherheitspartnern gestern Abend entschieden, die offenen Präsenzmaßnahmen am Stuttgarter Flughafen zu erhöhen. Was bedeutet, dass hier mehrere Streifen zusätzlich im Einsatz sind. Wir haben auch Spezialkräfte hier mit im Einsatz, die dafür sorgen, dass hier am Stuttgarter Flughafen keinerlei Angriffe auf den Luftverkehr stattfinden kann. Die Bundespolizei ist ja eine Bundesbehörde, entsprechend haben wir auch Kräfte von außerhalb des Bundeslandes Baden-Württemberg hier vor Ort. Der Blick in die Glaskugel ist immer schwierig. Wir sind stetig daran, die Lageerkenntnisse auszuwerten und uns eng abzustimmen, auch mit anderen Sicherheitsbehörden, um unsere Maßnahmen dann daran anzupassen. Zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wie die Maßnahmen weitergeht, wäre zu früh und kann ich Ihnen auch leider nicht mitteilen.